Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren German Smash Guide hier bei Aethnia und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute klären wir ganz einfach und ganz klassisch erstmal alle Angriffe. Wir haben natürlich unsere Angriffe mit A. Ja, wir können eine sogenannte Jab-Folge machen. Also ein Jab ist ein Punch. Ja, wenn man mehrere macht, ist das eine Jab-Reihe, beziehungsweise man kann auch, manche Charakter, das kann jetzt Mario nicht, haben eine Jab-Folge. Also das, wenn man einfach nur hingeht und A drückt. Das, also es gibt welche, die leiten da sehr lange und können da sehr, sehr lange damit machen. Wenn man dann allerdings loslässt, das kann zum Beispiel Captain Falcon, dann fliegt man dadurch weg. So, man kann einen sogenannten Front-Tilt machen und ein Front-Tilt ist einfach nur A nach vorne. Das heißt, man macht keinen Smash, sondern man macht einen leichteren Angriff, der in der Regel deutlich schneller ist als ein Smash. Das geht natürlich in jede Richtung. Und hier ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich jetzt nämlich den Sticksprung anhätte, dann kann man diesen Up-Tilt nicht so leicht machen. Deswegen empfehle ich ihn auf jeden Fall auszumachen. Beim Front-Tilt ist es immer schwierig, ohne zu laufen, den Front-Tilt auszuführen. Wie gesagt, ein Tilt ist eben ein Angriff mit dem Stick und eben in eine bestimmte Richtung. Also nach oben, nach unten und so weiter. Das sind also der Front-Tilt, der Up-Tilt und der Down-Tilt. Es gibt keinen Neutral-Tilt, weil das ist der Jab. Das Ganze geht natürlich auch in der Luft. Man kann in der Luft, wenn ich in der Luft bin, eben eine Front-Air, eine Back-Air, eine Down-Air, Up-Air und eine Neutral-Air machen. Normalerweise werden diese Sachen aber abgekürzt. Eine Fair, Back-Air, weiß ich jetzt nicht, ob die da Bär sagen, das klingt nämlich komisch. Eine Dare, also eine Down-Air, eine Up-Air ist für mich immer schon eine Up-Air gewesen und eine Nair ist eine Neutral-Air. Einfach nur, dass ihr das wisst. Jetzt haben wir die Tilts haben wir geklärt, wir haben die in der Luft geklärt. Man kann jetzt Grab natürlich auch noch machen, man kann ihn nach oben, nach unten, man kann aber auch den Kopf schlagen und so weiter. Oder allgemein halt im Grab noch ein bisschen was machen. Man kann ein Running Grab machen, also man kann zu jemandem hinrennen und den grabben. Das geht auch. Es gibt noch die Dash Attack, das ist einfach nur die ganz normale, wie man es halt kennt. Wird auch sehr oft bei und sehr gerne verwendet und natürlich die Smash Angriffe. Und jetzt weiß ich natürlich, wie viele von euch drauf sind, ne? Die sagen sich, ja, ich liebe meinen gelben Stick, damit kann ich das alles schön super machen. Ich habe meinem gelben Stick die Tilts gegeben. So kann ich ohne zu laufen auch Side-Tilts machen. Man kann die auch in eine bestimmte Richtung angeln. Also so ist es auch noch ein Front-Tilt, obwohl er so komisch nach unten geht. Das Ganze geht natürlich auch nach oben, aber es geht auf jeden Fall leichter mit diesem Stick. Und deswegen habe ich den ganz gerne, weil viele meiner Charakter sehr starke Up-Tilts haben. Und dementsprechend mache ich das gerne so, dass ich dann das nicht brauche, weil ich kann immer noch meinen Smash-Angriff ganz typisch mit schnell nach oben und gleichzeitig A drücken. Und so mache ich immer noch meine Up-Smashes oder Down-Smashes oder wie auch immer. Das funktioniert nach wie vor immer noch ganz gut. Natürlich haben wir noch die ganz normalen Special-Angriffe. Ja gut, man sagt nicht Rettung, man sagt Up-B. Ich habe das zwar im ersten Video, glaube ich, gesagt, dass es eine Rettung ist, aber das ist halt der deutsche Begriff dafür. Ich benutze halt lieber Up-B, Side-B oder Neutral-B oder eben Down-B. Dass ihr Bescheid wisst, dann rede ich immer von den Specials. Ja, aber jetzt dürften wir eigentlich alles haben. Jetzt kommen wir noch zu den ganz kurzen Fachbegriffen und sagen wir mal so, ich würde eigentlich sagen, diese speziellen Fachbegriffe, über die ich gerade reden wollte, die können wir dann gleich noch in einem nächsten Video sagen oder besprechen, weil ich glaube, sonst würde das Ganze jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen hoffe ich, dass dieser Mini-Guide zu den ganzen verschiedenen Angriffen euch was geholfen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen da, schreibt gerne in die Kommentare, über was ihr gerne was sehen wollt. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis ich alle Vorschläge, falls überhaupt welche kommen, ich weiß es ja nicht, in die Serie mit reingenommen werden, da ich das Ganze sehr weit im Voraus geplant habe und eben produziert habe. Deswegen bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen oder vielleicht sogar ein Abo dalassen. Und ansonsten hört man sich und sieht man sich wieder. Bis dahin, tschüss, ciao, auf Wiedersehen.